Die Weltwirtschaft wird in diesem Jahr deutlich langsamer wachsen als ursprünglich vorhergesagt. Damit jedenfalls rechnet der Internationale Währungsfonds in seiner heute veröffentlichten neuesten Prognose. Einzelheiten dazu von Dorothee Holz aus unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Der Internationale Währungsfonds hat seine Wachstumsprognose für die Weltwirtschaft, wie bereits angekündigt, deutlich gesenkt. Die konjunkturellen Risiken hätten erheblich zugenommen, heißt es. Noch im Januar gingen die Forscher von einem weltweiten Wachstum von 4,4% aus. Jetzt wird die Weltwirtschaft in diesem Jahr nur noch um 3,6% zulegen. Also eine deutliche Verlangsamung. Hauptgrund für die Abstufung ist der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Aber es gibt weitere Gründe für das gebremste Wachstum. Die hohe Inflation gehört dazu, die den Konsum dämpft, und die Folgen der strengen Corona-Maßnahmen in China. Die Pandemie, die Inflation, der Krieg. Eigentlich sind es drei Krisen auf einmal, die vor allem Europa treffen werden, so der IWF. Auch Deutschland dürfte heftig leiden. Für Deutschland rechnet der IWF nur noch mit einem Wachstum von 2,1% in diesem Jahr. Die russische Wirtschaft dürfte wegen der Sanktionen um 8,5% einbrechen. Und für die Ukraine wird mit einer Rezession von mindestens 10% gerechnet. Dagegen zeigt sich die chinesische Wirtschaft noch von ihrer starken Seite. Fürs erste Quartal meldete Peking ein Wachstum von 4,8%, deutlich mehr als erwartet. Das lag vor allem am starken Jahresauftakt. Im März zeigten sich in China bereits deutliche Bremsspuren. Und vorläufige Zahlen für April lassen sogar einen echten Absturz vermuten, was vor allem an der Null-Covid-Strategie, der Abriegelung der Wirtschaftsmetropole Shanghai, liegt. Seit Wochen ist die Riesenstadt in einem strengen Lockdown. Immer noch kämpft die chinesische Regierung mit dem bislang größten Corona-Ausbruch seit Beginn der Pandemie. Viele Unternehmen mussten die Produktion einstellen, auch deutsche Unternehmen. Aber da gibt es jetzt Lichtblicke. Nach einem Monat Stillstand nahmen VW-Werke im Nordosten Chinas wieder die Produktion schrittweise auf. Erleichterung bei Aktionären. VW-Aktien gehören an diesem Handelstag zu den größten DAX-Gewinnern. Insgesamt gibt der DAX aber nach. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus macht in diesen Tagen die Metropole Shanghai Schlagzeilen. So gut wie nichts geht mehr. Aktuell wegen strenger Corona-Maßnahmen und einem Lockdown. Dieser Zustand ist nicht nur überall in der 26-Millionen-Stadt zu sehen. Auch der Betrieb im größten Hafen der Welt ist stark beeinträchtigt. Soweit das Auge reicht, Container, Ladekräne, Kaianlagen. Auch im strengen Lockdown soll das wirtschaftliche Herz von Shanghai weiterschlagen. So jedenfalls der Plan in China. Die Idee? Das Hafenpersonal wird abgeschottet wie in einer Blase. Alle bleiben auf dem Gelände, übernachten auch dort. Von außen kommt keiner mehr dazu. Lkw-Fahrer dürfen nur negativ getestet auf das Gelände, ohne Kontakt zum Hafenpersonal. Doch der Hafenbetrieb läuft nur eingeschränkt. Die strikten Kontrollen außerhalb des Hafens und an Provinzgrenzen behindern den Lkw-Verkehr. Und das hat Folgen für den Betrieb an den Containerterminals. Aufgrund des Lockdowns hat man weder Waren in den Hafen bekommen oder aus dem Hafen ins Land. Und somit hat es zu enormen Verzögerungen im Hafen geführt. Gleichzeitig müssen Containerschiffe immer länger warten, um einen Liegeplatz in Shanghai zu bekommen. Experten meinen, das wird auch langfristig die Lieferketten in Richtung Europa stören. Ja, und auch wir hier in Europa, wir spüren bereits, wie sich der Lockdown in Shanghai auf uns auswirkt. Denn was nur schleppend ausgeliefert wird, das kommt auch nur schleppend am Zielort an. Das macht sich gerade auch im größten deutschen Seehafen bemerkbar. Aus Shanghai und weiteren Häfen kommen die Waren hier an, im Hamburger Hafen. Häufig mehrere Wochen verzögert. Das merkt auch Bernd Möller, Abteilungsleiter Einkauf beim Schraubengroßhändler Reiher. Ja, mal maximal schauen nach unserem Sorgenkind aktuell. Sollte ja gestern beladen werden mit unseren 12 Containern. Das Schiff hat den Hafen Shanghai verlassen, macht aber noch einen Zwischenstopp auf der Route. Das war ursprünglich so aber nicht advisiert. Aber gut, okay, wir müssen ja heutzutage mit allem leben und sind dankbar und froh, wenn er in unsere Richtung läuft, ne? Wenn die Schrauben ankommen, landen sie hier. Millionen jeden Tag. Bernd Möller und Geschäftsführer Peter Bielert inspizieren den Wareneingang. Und die Dinger sind jetzt auch aus China gekommen? Die sind aus China gekommen, richtig. Ja. Leider nicht in time und deswegen haben wir sie fliegen lassen müssen.
Das ist natürlich ungleich teurer, aber man ist dann wenigstens noch in der Zeit. Der Schiffsverkehr dauert regulär im Moment 8 bis 10 Wochen. Und Luftfracht können Sie dann innerhalb von einer Woche, haben Sie die Ware hier. Zu aber deutlich höheren Preisen. Die Kunden sollen ihre Ware trotz allem pünktlich erhalten. Dahinter diesen kleinen Schrauben stecken ja manchmal eine ganze Menge an Fertigungsaufträgen, große Maschinen beim Kunden, die eigentlich nur auf diese letzte Schraube möglicherweise warten. Wenn der Zeitdruck nicht so hoch ist, weichen sie einfach auf andere Häfen in China aus. Oder bestellen bei anderen Herstellern, etwa in Europa. Denn das Lager soll immer gut gefüllt sein. Wir sprechen sehr, sehr viel mit unseren Lieferanten. Unsere Lieferanten versuchen eben halt auch irgendwo zu improvisieren, dass eben halt andere Häfen gefunden werden, dass wir eben halt einen anderen Hub nutzen, nicht Shanghai, sondern Ningbo exemplarisch, der weiter im Süden liegt. Die Schrauben werden dafür per Binnenschiff oder LKW zum neuen Hafen verfrachtet. Wenn die gewünschte Schraube trotz allem nicht verfügbar ist, müsse auch mal Plan B gehen. Ich sage ganz gerne, die Schraube ist so vielfältig, wenn dann eine 40er Länge nicht mehr da ist, dann muss man halt mal eine 45er Länge nehmen. Vielleicht ist der Artikel gerade noch am Lager. Die Werke ihrer Lieferanten in China produzieren noch, aber teils nur eingeschränkt. Aus unterschiedlichen Gründen. Leute, die Corona haben, zu Hause sind. Mitarbeiter, die eben nicht wieder zurückkommen, weil man dort eben halt im Zweifel nicht die Möglichkeit hat, von A nach B zu kommen. Sie haben sich ans Improvisieren gewöhnt. Doch was, wenn nach Shanghai die nächste chinesische Großstadt in den Lockdown geht? Sie vermissen die Planbarkeit aus Zeiten vor der Pandemie. Man sieht sie nicht nur auf Mund und Nase. Oft liegen Masken auch als Müll einfach herum. Am Anfang der Pandemie waren sie noch Mangelware und deutsche Behörden hatten Probleme, genügend Schutzmasken für die Bevölkerung zu beschaffen. Viele Politiker und Politikerinnen forderten mehr Unabhängigkeit von fernöstlichen Zulieferern und machten sich für deutsche Hersteller stark. Doch die bekommen gerade immer weniger Aufträge. Denn nach wie vor kann die Konkurrenz in Asien günstiger produzieren. Rund 15.000 FFP2-Masken werden täglich bei Elastocare in Nordbayern produziert. Vor wenigen Monaten waren es mehr als 10-mal so viel. Die Auftragslage ist drastisch gesunken. Nicht, weil Masken nicht mehr gebraucht würden, sondern weil der internationale Warenverkehr wieder funktioniert und weil billigere Anbieter aus China auf den Zuschlag bekommen. Zu Hochzeiten haben hier 45 Mitarbeiter 3 Schichten, 7 Tage die Woche geschuftet, muss man wirklich sagen, hier gearbeitet. Jetzt sind es noch 10 Leute. Den Rest der Mannschaft musste ich leider wieder entlassen. Der Unternehmer ist einer von 74 in der noch jungen Interessenorganisation Maskenverband Deutschland und fühlt sich im Stich gelassen. Rund 3 Millionen Euro hat er zu Pandemiebeginn in Maschinen investiert, als im ganzen Land dringend Schutzmasken gebraucht wurden und die Politik Betriebe aufrief, die Produktion hochzufahren. Jetzt läuft nur eine Maschine, die anderen 4 stehen ungenutzt herum. Schuld sei das deutsche Vergaberecht so sperber, vor allem die öffentliche Handkaufe Masken in großen Mengen aus China, weil sie bei der Ausschreibung des Auftrags gezwungen sei, das günstigste Produkt zu nehmen. Das sei bedenklich. Also für mich schaut es im Moment so aus, dass wir den gleichen Fehler wieder machen. Das heißt, man gibt die deutsche Produktion auf. Irgendwann, wenn wir keine Aufträge mehr haben, müssen wir die Maschinen stilllegen. Und dann ist man wieder abhängig von Asien. Die heimische Produktion brauche mehr Unterstützung, fordert er, ähnlich wie in Frankreich. Dort spiele der Preis nur eine untergeordnete Rolle bei der Auftragsvergabe. Frankreich will vor allem die heimische Industrie stützen. Ein Vorgehen, das der deutsche Bundeswirtschaftsminister für nicht durchsetzbar hält. Wenn also alle Krankenhäuser, alle Kommunen, alle Ministerien, mein Haus macht das jetzt, deutsche Produkte einkaufen würden, dann wäre das Problem gelöst. Es gibt allerdings keine Verpflichtung, deutsche Produkte einzukaufen. Sondern wichtig ist, so hat es ja die Vorgängerregierung entschieden, dass wir im Zweifelsfall in der Lage sind, unsere eigenen Masken zu produzieren. Vlies für rund 10 Millionen Masken stapelt sich nun in Frank Sperbers Lager. Vielleicht, so hofft er, entsinnt man sich ja im Herbst wieder, dass Masken made in Germany dringend gebraucht werden.